Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch allen frohe Ostern für diejenigen, die das eigentlich auch feiern. Und für die, die das nicht feiern, überhört es einfach. Ja, auf jeden Fall, ich erkläre euch, wie man das Lied leiser heute gebärdet. Ja, da sich das viele gewünscht haben und ich mir gedacht habe, ja, das ist jetzt schon einen Monat her oder 3, 4 Wochen her, dass ich dann das Lied hochgeladen habe und dann muss auch. Die Nachfrage war groß, dass ich ein Tutorial mache. Habe ich gesagt, okay, mache ich das einfach mal eins. Und heute habe ich halt eben Zeit, weil gestern eigentlich gar kein Video kam. Es tut mir auch leid, aber wie gesagt, Familie geht natürlich immer vor. Und wenn man halt an diesem Tag einfach was mit der Familie was machen muss, beziehungsweise was machen will, dann ist es halt eben auch wichtiger als YouTube und das Video. Aber dafür kommt heute eins. Also ich fange die immer eigentlich an. Also ich mache das halt Strophe für Strophe, also Strophe, Refrain, Strophe oder Refrain brauche ich dann nicht nochmal wiederholen. Es sei denn, es kommt dann noch halt dazwischen noch Bridge oder Post-Refrain oder sonst irgendwas. Das erkläre ich dann natürlich, was halt dann, wenn das halt nicht mit den anderen übereinstimmt. Ja, also ich fange einfach wie immer an. Ich sage einen Satz laut vor, gebärde es im schnellen Durchlauf und dann halt nochmal in einem ganz langsamen, indem ich das auch kläre. Es geht halt immer so weiter. Ich fange einfach mal an mit der ersten Strophe. Ich liege in deinen Armen und du redest wieder nur von dir. Ich liege mit dem Peace-Zeichen auf die gerade Handfläche sozusagen liegen, so liegen in deinen Armen, als würdest du gerade deinen Arm streicheln, Armen. Und du redest wieder, also von unten nach oben, wieder, nur, also nur mit dem Zeigefinger auf die Nase sozusagen runterschwipsen, nur von dir. Oh, warum habe ich mich jetzt schon wieder hierher verirrt? Anstatt hierher verirrt, habe ich sozusagen definiert, oh, warum bin ich jetzt schon wieder hier? Beziehungsweise, oh, warum bin ich wieder hier hingekommen? Warum? Warum, wie ein S? Warum ich jetzt schon wieder, also schon wieder hierher, also in den Ort, also hierher verirrt, also bist du einfach gelaufen. Warum bin ich wieder hier hingelaufen? Du sprichst von Partys in New York, von Shootings in Paris. Du sprichst, also wie eben, also du redest, du sprichst von Partys in, also Partys, die bei zweien und dann halt immer hoch nach unten. Partys in, also in. New York, also wie ein Y. New York. Von Shootings, da müsst ihr die ganze Zeit nur Fotos machen. Shootings in Paris. Paris wie ein Eiffelturm, von Anfang, das auf dem Boden ist. Und dann halt geht es mit den Fingern sozusagen ganz hoch bis zur Spitze. Paris. Mal ganz nebenbei schmeißt du den besten Wave in Wien. Also. Und mal ganz nebenbei schmeißt du den besten Wave in Wien. Klar. Also mal ganz nebenbei, es würde die Sache, also das wäre jetzt die Hauptsache und das, was halt nebenbei ist, halt die Nebensache. Also das, was er jetzt gerade macht, ist eine Nebensache. Also nebenbei, also von innen nach außen mal ganz nebenbei schmeißt. Also sagen so mit dem Daumen und mit dem Zeigefinger von der Nase abwenden und dann so schmeißt. Das ist gerade so eine Sache, sozusagen aufheben und wegschmeißt. Also nur halt von der Nase dann ab. Schmeißt du den. Schmeißt. Also schmeißt du den besten Wave. Also wie gesagt, eigentlich eine Party, obwohl es eine viel, viel, viel größere Party ist. Aber ich habe jetzt Party definiert, damit man das auch dann leichter versteht. Party in Wien. Wien ist sozusagen dieses Riesenrad. Wien, es geht in Wien.
Und dann klar. Also wie willst du gerade jemanden nass spritzen? So. Und dann halt klar. Aha, hab schon verstanden. Und dieses Aha, habe ich wie ach so gebärdet? Aha. Also muss dann halt auch so einen Ausdruck hinterlassen, so aha, so desinteressiert. Da willst du gerade so das jetzt nicht wirklich glauben oder so. Aha, hab schon mit der flachen Hand einmal waagerecht und einmal senkrecht, hab schon verstanden. Und alle meine Freunde finden, dass ich leider bin. Und ich habe eben dieses Unzeichen vergessen, aber für uns wird halt so ein Pluszeichen geschrieben. Und alle meine Freunde. Ist halt so der Zeigefinger, ist dann sozusagen ja so ein bisschen so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es definieren soll, aber ihr seht es ja. Und dann halt kommt der Daumen hier drauf, Freunde. Und dann kommt das hier dann sozusagen so: Freunde finden, das ist gerade so ein Schlüssel auf dem, ah, ich hab's gefunden. Also finden, dass ich leiser bin. Dass ich leiser bin, leiser seit ich bei dir bin. Dass ich leiser bin, leiser seit, also bis zum Ursprung, bis zum Anfang des Tages, seitdem ich jetzt bei dem bin, seit, also einfach mit den Fingerspitzen auf die Schulter sozusagen klopfen, also nur einmal, sei ich bei, also zusammen mit ihm sozusagen zusammen bin, deswegen habe ich die andere Person noch mit einbezogen, bei dir bin. Alle meine Freunde fragen, ob ich glücklich bin. Alle meine Freunde. Also alle meine Freunde fragen, also einfach mit so einer F und dann hier so runter, fragen, ob ich glücklich, also mit den beiden Daumen jetzt nach oben, glücklich bin. Weil ich leiser bin, leiser seit ich bei dir bin. Weil ich bin. Weil, also mit dem Zeigefinger so nach unten, so als würdest du so ein Komma machen. Weil ich leiser bin, leiser seit ich bei dir bin. Genau. Und dann kommt da halt dazwischen dieses, ja, dann noch so im Hintergrund muss ich sagen, so ein Chor oder so, das da. Und habe ich halt einfach nur da, das dazwischen, was ganz am lautesten noch gesungen würde, finden, dass ich leiser bin. Habe ich dann nur noch dazu gewählt. Das andere habe ich halt einfach im Hintergrund gelassen, weil das ja sozusagen wäre dann irgendwie too much. Also finden, dass ich leiser bin. Also finden, dass ich leiser bin. Und dann hat sie Strophe 2. Du hörst mir nur zu, wenn ich Worte sage, die dir gefallen. Du hörst, also kannst entweder so hören, also von, entweder so hören oder hören. Hören, aha, oder du hörst. Also es ist quasi so, du hörst das, was sie sagen, oder du nimmst das sozusagen auch auf. Also hörst. Einmal so, hörst. Oder hören. Also das Hören, das habe ich gerade vor kurzem neu gelernt. Also beziehungsweise, früher hat man das immer so gemacht, heute macht man es auch quasi so. Und das gefällt mir um einiges besser. Das habe ich dann quasi im Video nicht gemacht. Aber ja, hören oder hören. Hörst nur, wenn, also wenn, also mit dem Zeigefinger auf die Nase, wenn ich Worte, also Worte sind halt so. So ein ganzes Wort immer halt, und es kommt dann immer so raus. Also das heißt sprechen, aber das heißt Worte. Worte, sag, sag. Also es ist halt immer so, sag, also mit dem Zeigefinger auf den Kinn und dann so sag, sag, die dir gefallen. Also gefallen statt an mich oder mag, heißt aber gefallen. Das heißt, zweimal, du schlägst sozusagen zweimal ganz locker auf die Brust. Gefallen.
Es ist Mitte Juli, doch mir ist so endlich kalt. Jetzt, also es ist, habe ich einfach jetzt definiert. Also jetzt ist Mitte, also wieder irgendwie schon, aber nur halt in Mitte. Deswegen ist halt immer sehr wichtig, dass das Mundbild auch dabei ist, weil du willst einfach so machen, so, ja, was heißt das denn? Heißt das jetzt schon oder ist das Mitte oder ist das drinnen oder. Ja, deswegen, also es gibt halt, wie ihr jetzt schon seht, das hat mehrere Gebärdensprachen. Für mehrere Wörter gibt es halt zwar die eine Gebärdensprache, deswegen ist auch das Mundbild extrem wichtig. Also Mitte Juli, also J-U-L-I, Juli, Juli. Doch mir ist so unendlich, unendlich heißt das, das nimmt irgendwie gar kein Ende. Unendlich kalt. Also unendlich, du fährst gerade so. Selfing auf Selfing zu drehen, dann geht es halt immer so weiter. Aber endlich kalt. So viel kostet. Kalt. Du hältst an deinem Handy. Also du hängst an deinem Handy oder hältst an deinem Handy, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ich fühle mich einsam. Also du, sozusagen, tippst nur an deinem Handy. Also Handy habe ich jetzt irgendwie. Du wirst halt so tippen. Du. Telefonieren und ich fühle mich einsam. Einsam ist deswegen alleine oder einsam. Sie ist an der Kippe und ich ziehe weiter. Also du, dann rauf, rauchen und ich ziehe fort, also gehe weiter. Denn bei dir bin ich nie, wie ich bin. Bei dir ich nie, wie ich bin. Also bei dir ich nie, also wie nicht, also nie. Wie ich bin, wie ich eigentlich bin, wie ich eigentlich bin, wie, nur wie es wie ich eigentlich, also wie es, ich verspreche dir das, also kommt zusammen halt mit dem Daumen und stimmt, eigentlich bin. Und dann kommt halt wieder der Refrain und dann wieder der Post-Refrain, also da, wo halt wieder mehrere singen und dann am Ende wieder das Lauteste finden, dass ich leiser bin. Und dann kommt wieder der Refrain, aber am Ende kommen dann wieder genau drei Sätze dazu. Ich hab's nicht mal gemerkt, ich hab's nicht mal gemerkt, nicht mal gemerkt und dann finden, dass ich leiser bin. Also ich hab nicht mal gemerkt, ich habe nicht mal gemerkt, also ich habe nicht mal gemerkt, also gemerkt, wie ich so gemacht, also mit, einfach mit Daumen, also die ganzen Finger so anfassen, gemerkt, nicht mal gemerkt, also ich habe nicht mal gemerkt, nicht mal gemerkt. Oder nochmal, finden, dass ich leiser bin. Jo, das war's eigentlich. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und falls ich noch mehrere Lieder sozusagen erklären soll, wie das Gebärde wird, dann sagt mir das einfach. Und wenn ihr Fragen habt, fragt ruhig. Ich werde auf jede einzelne Frage eingehen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, lasst mir noch einen Daumen nach oben und lasst es mich wissen. Und falls das Video scheiße war, dann sagt mir halt einfach, wieso. Ich freue mich auf Kritik, aber auch auf positives Feedback. Und ja, ich wünsche euch dann noch so einen schönen Tag und ciao!